Als wir auf dem Infozettel der Plattenfirma von Yvonne Katterfeld gelesen haben, eine Welt ohne dich feiert seine TV-Premiere am 21. Mai in der ARD beim Grand Prix d'Eurovision, da haben wir gedacht, ey, die Jungs beim NDR sind doch noch schlau geworden und schicken Ed Persil Reini Wünsche statt der doch irgendwie leicht angeschmuddelten Grazia zum Grand Prix. Ja, aber nix da. Yvonne ist nur im Rahmenprogramm zu sehen. Und bei der Gelegenheit hat die Yvonne sich noch mal ganz klar zum Thema Betrug geäußert. Bei ihr ist sowas überhaupt nicht denkbar und an Grazias Stelle würde sie sofort von der Teilnahme zurücktreten. Klare Worte und auch musikalisch gibt es eine klare Richtung, weg vom Soul hin zu Tempo R&B, der aber einige in der Redaktion verdammt an Stop von Sam Brown erinnert. Hier ist Yvonne Katterfeld mit Eine Welt ohne dich. Good Charlotte waren das mit Chronicles of Life and Death, die übrigens zu den Lieblingsbands von Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld gehören. Das hat unsere umfassende Recherche zu Werk und Wirken der Band unter anderem so ausgespuckt. Und weiter geht's jetzt mit Moby, den vor allem eins interessiert, dass seine Songs möglichst oft in Filmen oder in der Werbung verwurschtet werden. Und zwar nicht, weil das viel, viel Geld bringt, sondern schnellen Sex mit gut aussehenden Frauen. Nichts beeindruckt nämlich laut Moby Frauen bei einem Date so sehr, als wenn er im Kino sagen kann, Schatz, weißt du, von wem dieser Song da ist? Von mir, Schatz! Ja. Hier ist der Song zur Wetterlage am Wochenende, Raining Again. Hier sind die neuesten Produkte, die der viel gescholtene Turbokapitalismus gerade wieder so ausgespuckt hat. Gleich geht's weiter mit dem sehnlichst erwarteten Clip der Backstreet Boys und mit Lindsay Lohan. Viva und Carlsberg Mix repräsentieren Mayday 2005 Prototypes, das größte Indoor-Techno-Event der Welt. Westbam, Milo, Deichkind, Hell, Chris Liebing, Members of Mayday, Lexi and K. Paul, Tom Novi, Tobias Thomas, Tom Craft, Mogwai, Danky Groove, Tief Schwarz, Dr. Motte, The Disco Boys und viele mehr. Club Rotation Special, Mayday 2005, Prototypes, Freitag 23.15 Uhr, Sonntag 14 Uhr, präsentiert von Viva. Be part of the party mit Carlsberg Mixery, Bier plus Cola plus X. Als die Welt im Chaos der Kreuzzüge versinkt, liegt das Leben eines Volkes in den Händen eines einzelnen Ritters. Es ist an uns, die Menschen, die innerhalb dieser Mauern leben, zu beschützen. Und los! Königreich der Himmel, jetzt im Kino. Viva Bums ist mittendrin. Deine Stars on Tour, on Stage und privat. Viva Bums ist immer dabei. News, Stories, Games und Trends. Viva Bums zeigt dir, was geht. Viva Bums. Ohne Mitte fehlt dir was. I hit the pace fast, now stop that rap. I'm Dirty D, let me bring it to you just like that. And I only just got it from my living room stall. You want it, you can have it, and I got a lot more. Erlebt den erfrischenden Biermix als V plus Lemon, V plus Cola und V plus Energy. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist kurz vor drei. Vor ihrem Haus telefoniert Ola über die Internetleitung mit AOL Phone. Zur Freude ihres Mannes völlig kostenlos. Nur ein paar Straßen weiter spricht Heidi schon seit Stunden mit ihrer Freundin Judith. Was sie nicht weiß, seit einer halben Stunde hört nur noch Mopsi zu. Genau 42 Meter Tiefe und vier Stationen weiter erfährt Udo, dass er mit AOL Phone auch ohne PC über das Internet telefonieren kann. Unkompliziert und schnell. AOL. Wenn die Mutter aller Boybands ihr Comeback als erwachsen gewordene Männerband feiert, dann greift sogar die sparsam gewordene Plattenindustrie ganz, ganz tief in die Tasche. Und dementsprechend sieht das erste Video der Backstreet Boys nach 5 Jahren aus. Da gibt's Sonnenuntergänge, Windmaschinen und Regenschauer, die unter 1 Million ganz bestimmt nicht zu haben sind. Dafür hat schon Regisseur Joseph Kahn gesorgt. Der ist für 100%ig Hollywood-reife Inszenierungen bekannt. Und genau sowas wollten BSB, wie wir sie im Hause seit Jahren liebevoll nennen, für ihr Comeback gerne haben.
Hier kommt eine Breitbandballade, die ihresgleichen sucht. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, hier sind die Backstreet Boys, die wir am 30. Mai mit einem kompletten BSB-Tag feiern. Incomplete. Ja, und genauso haben wir uns die letzten 5 Jahre gefühlt ohne BSB. Incomplete. Bitteschön. Und wir schließen unsere Sendung wie üblich in bester Elke-Heidenreich-Manier mit einem Lektüre-Tipp. Und es ist überraschenderweise dieses Wochenende die Viva Bams. Spannende Lektüre, die immer mit einem sympathischen Hauch aufklärerischer Attitüde daherkommt. Diese Woche zu folgenden Themen. Yvonne Katterfeld und wie sie ihr Leben für Wayne änderte. Dann noch Patrick Moore hat eine neue Freundin und Erkan und Stefan über ihren neuen Film. Ja. Und wir schließen mit einem kleinen Exkurs zum beliebten Thema Listen. Listen über die schönsten Menschen, die krummsten, sexiesten Zehennägel und ähnliches, ebenso unsinniges wie unnötiges Zeug. Diesmal wurden dann sogar die schönsten Körperteile und Zonen gewählt. Ganz vorne damit dabei in Sachen Oberweite oder vornehmer formuliert Dekolleté. Lindsay Lohan. Es hat zwar nur zu Platz 3 hinter Salma Hayek und Halle Berry gereicht, wir spielen sie trotzdem mit Over. Und denkt dran, das Leben ist kein Ponyhof, meine Lieben. Bis dann und tschüss.